Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Combat Mission Black Sea mit der Task Force 369 und unseren Jungs, die sich gerade in der Mission Speed and Power vorkämpfen bzw. vor kurzem erst einen russischen Vorstoß aufgefangen haben bzw. noch dabei sind. Ich würde sagen, wir gucken mal heute weiter, gehen ganz vorsichtig vor, versuchen die restlichen gepanzerten Kräfte zu vermindern und dann gegebenenfalls auch mit der Infanterie in den Gegenpush zu gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, kommt einfach mit, wir sehen mal, was passiert. So, wunderbar, wir sehen schon, hier rasselt es ganz schön, also... Und starten ja auf der rechten Seite zu meinen. Ich weiß leider nicht, ob der letztes Mal quasi einen Laser Warning bekommen hat. Deswegen ziehe ich den jetzt auf jeden Fall da so ein bisschen zurück, aber halt aus dem Weg von dem KPZ bzw. MBT. Das hier rüber, dann sollten wir da relativ safe sein. Den Bradley ziehen wir erst einmal dahinter. Dann kann die Infanterie absitzen im Schutze des MBTs und sich vormachen. Und dann wollten wir ja auch den zweiten MBT mitsehen. Hier oben unseren Halbzug gemeinsam sitzen haben. Die werden diese Runde noch nicht ankommen, aber nichtsdestotrotz. Befehl können wir ja schon mal geben. Und hier im Zentrum. Wir segeln da einfach nochmal so ein bisschen ins Gebäude rein. Schaden tut das am Ende des Tages nicht. Die Überwachung hier möchte ich noch lassen, falls doch noch da ein MBT auftaucht. Und dann wird hier das First Squad unter McCavey hier in die Man Cave vorgehen, nach vorne sichern. Unterstützt werden sie dabei vom Bravo Team unter Medley. Ja. Und haben ja sogar noch hier ihr Fahrzeug mit in der Nähe. Das steht hier noch in der Folgedeckung, ne, gegenüber da oben. Das macht aber nichts. Auch wenn es natürlich immer schön wäre, wenn das wirken könnte. Ja, hier haben wir weiterhin den Kamm im Blick. Das ist soweit für uns ganz gut. Das hier sollte jetzt auch geklärt sein, aber wir bleiben da erstmal... vorsichtig. Und hier haben wir ja auch unseren Javelin-Trupp. Der sitzt hier oben im Gebäude und kann von dort aus vielleicht und hoffentlich auch was tun. Gut, dann unsere Drohnen go to spotter. Also wir überwachen den Bereich hier hinten. Ich denke, das können wir so langsam absagen und gehen dann eher in den Bereich hier dieser Kreuzung. Lass uns das aufklären und werden jetzt hier letztendlich die Sniper
dann ausruhen und dann gehen die wieder vor. Die sind halt hin, aber naja. Das können wir jetzt nicht ändern. Die sind halt erschöpft ohne Ende. Können uns nochmal die Artilleriefeuerbefehle angucken. Dann haben wir einmal noch das Feuer hier für 2 Minuten. Und hier in den Raum, das ist, glaube ich, weiterhin ganz okayisch. Ah, hier schon. Er spottet halt noch. Mal gucken. Und ansonsten sehen wir den Heli hier hinten. Den haben wir jetzt hier rüber verlegt. Das ist soweit ganz in Ordnung. Im Näher dürfen wir auf gar keinen Fall, weil ihr müsst euch vorstellen, auch wenn er so hier am Rand oder leicht außerhalb von diesem Kreis was sieht, dann schießt er da gegebenenfalls drauf und dann kann das zu Friendly Fire kommen. Das möchten wir nicht. Wir hoffen, dass ihr hier wirklich einfach nur den feindlichen MBT vernichtet. Und hier sehen wir übrigens, dass der Apache schon einiges an Munition rausgekoffert hat, weil er hat schon 4 ATGMs verschossen. Ich glaube, nicht jeder war ein Treffer, aber trotzdem gut. Und damit würde ich sagen, gibt es diese Runde noch gar nicht so viel zu tun. Wir haben ein paar Baustellen, die wir abarbeiten müssen. Aber im Allgemeinen, denke ich, läuft das und wir lassen es jetzt erstmal so und schauen mal. Thank you.
Ja, kennt ihr das, wenn man sich denkt, Mensch, besseres Timing hätte es nicht geben können. Also es ist ja so, wir haben beim letzten Mal ja angefangen, den Zug hier hochzusetzen, den Halbzug. Und da, und als wenn der Gegner es gewusst hat, hat er in dem Moment hier die BMPs hochgeschickt. Aber das war dann eher doof für die BMPs, die haben dann doch ziemlich bluten müssen. Hoffentlich mit Infanterie bereits abgesessen. Für uns tatsächlich, unser HQ-Panzer hat einen Treffer auf die Ketten bekommen. Nichts Wildes, also es ist okay. Ah, ihm geht es gut. Ich habe ihn persönlich gefragt. Er sagt, ist alles gut. Spaß beiseite. Aber also ihr seht das. BMPs, er hat quasi schon vorher aufgenommen, aber das hat ihm nicht viel gebracht. Und selbst ATGM wäre höchstwahrscheinlich nicht durchgekommen dank dem APS. Also da ist sie auch einfach zu sehen. Gerade bei modernen Szenarien, die Crew eigentlich unter Lug gehalten. Die haben die Sichtgeräte, die haben die Möglichkeit, den Gegner per auf zu spotten. Und ja, unser Abrams hier hat sich sehr gegen den Horizont abgehoben, aber nichtsdestotrotz haben wir hier gut Feuer aufgebaut. Und selbst wenn das Fahrzeug nicht von rechts beschossen worden wäre, wir haben ja hier gesehen, dass Peebles ja auch noch einen Schuss gesetzt hat auf den ersten BMP. Wir können noch mal gucken, ob er Sicht auf den zweiten. Nein, den zweiten kann er nicht sehen. Er sieht die Rauchfahne. Aber er kann das Fahrzeug selber nicht sehen, unter anderem auch durch den Rauch im zerstörten Fahrzeug. Hätte er mit AP geschossen, wäre es wahrscheinlich sogar Overpenetration in den zweiten eingeschlagen. Aber gut, halt mit Heat bzw. Mehrzweck. Ein guter Treffer. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, das können wir ja testen. Wir haben jetzt noch 9 Mehrzweck und 16 AP-FSDS. Ja, er hat mit Multi geschossen. Ah. Guti. Ansonsten bleibt ruhig. Unsere Artillerie feuert jetzt. Das ist gut. Also wir haben jetzt auch das zweite Fire for Effect. Ja. Das heißt, die feuern für eine Minute. Die feuern noch für eine Minute und dann ist das rum. Dann können wir gucken, was wir noch quasi vernichten können wollen mit Artillerie. Und da müssen wir jetzt mal sehen. Er braucht noch 2 Minuten. Das ist okay. Ich denke, wenn wir da einen Panzer vernichten, dann sind die gepanzerten Kräfte auch doch sehr reduziert. Bin mal gespannt, was hier noch so auftaucht. Und die machen dann hier nächste Runde weiter. Guti. Also tatsächlich gibt es gefühlt aktuell nicht ganz so viel zu tun. Die sind noch auf dem Weg in das Gebäude. Würde dann gerne das Second Squad eigentlich nachbewegen. Aber das Gelände hier ist tatsächlich so ein bisschen schwierig für das. Sehr wahrscheinlich sinnvoller, die dann hier bei links nachzubewegen. Ich denke beinahe, wir werden ihn auch hier lassen. Es wäre aber eigentlich schön, wenn ich da noch ein zweites Element hätte. Habe ich aber nicht. Müsste ich eventuell von hier oben nachziehen. Die sind ja auch noch dabei, ihren Job zu machen, aber das wäre eine Möglichkeit. Hatte ich ja eh vor, mit denen quasi von hier oben vorzugehen. Das heißt, da können wir dann das Second Squad, wenn die hier den Bereich geräumt haben, die sind auch noch ready. Dann könnten wir das Second Squad, das First Squad, Entschuldigung, hier quasi hinbewegen und über die Seite auf den Gegner angehen.
dass ihr von hier aus dann dieses Gebäude und diese Gebäude quasi untersuchen, gegebenenfalls zerstören. Ganz so aber vielleicht nicht. Also erstmal, wenn das Gebäude clean ist, wovon ich jetzt allerdings ausgehe, bitte nach hier hinten. Dann an diese Ecke. Von der Ecke aus sehen wir nämlich auf jeden Fall hier nochmal ein. Und dann immer schön unter Eigensicherung, weil dann könnte ich hier auch einen Bradley hinbringen, dass der hier von der Seite auch dann mit unterstützen kann. Hier oben wäre schöner, aber dazu müsste ich eine Mauer wegsprengen. Aber auch die Möglichkeit haben wir eigentlich, denn die haben auch hier so ein Breach-Kit. Gut, aber nichtsdestotrotz, das läuft jetzt erstmal. Dass er hier dann so langsam anfängt, den Punkt zu halten. Aber gegebenenfalls hier dann nur noch ein Squad lassen. Das Third Squad und First und Second Squad ziehen wir dann am Ende des Tages ein. Um dann letztendlich im Zentrum zu unterstützen. Können jetzt ja nochmal die Checkpoints einblenden lassen. Das heißt, wir haben noch einige Checkpoints, die wir abgehen müssten. Das wäre hier Checkpoint 105. Das ist nicht so das Problem. Wir haben Checkpoint 117 und Checkpoint 110 in der Flanke von Object Falcons. Und dann die drei am Ende. Und das ist dann aber so ein Durchbruchsding. Ich denke, entweder wird der Gegner bis dahin aufgeben oder wir werden sagen, okay, dann wird das für uns nichts. Kriegen auch hier mal wieder so einen Marker eingeblendet. Das ist. Weiß ich nicht, ob der reell ist. Müssten wir dann aufklären. Sehen wir dann. Gudi, ich würde sagen, so machen wir das jetzt erst einmal weiter. So ein bisschen ruhiger ist zwar Geschwindigkeit unser Nonplusultra, aber am Ende des Tages ist es halt auch wichtig, dass wir unsere Verbände im guten Zustand halten. Und ich denke, wir haben hier den Russen gut aufgefangen, haben ein Objective. Ich denke, ein Draw bis kleiner Sieg ist es auf jeden Fall schon. Und ein totaler Sieg wäre natürlich schön. Aber für den riskiere ich hier jetzt natürlich nicht alle meine Verbände. Gut, lassen wir es ablaufen. Vielleicht wird es im nächsten Teil wieder ein bisschen spannender.
Nun ja, auch hier die mechanisierten Kräfte müssen doch ganz schön bluten. Hier hat's den nächsten BMP erwischt. Ah, da ist er, der hat dann eine Javelin abbekommen, wurde dann vernichtet. Und gleichzeitig schlägt hier halt die Artillerie ein. Wir sehen auch hier, der Gegner weicht aus. Heißt aber auch, wir haben es jetzt gesehen, das Gebäude war noch feindbesetzt. Und die sind jetzt vermutlich nach hinten geflüchtet. Schade, dass das hier keine Mauern sind. Dann wäre ich eher gewillt, hier mit den Jungs vorzugehen. Aber ist nun mal nicht. Oh. Gut, ja, das ist jetzt ein wenig überraschend, aber okidoki. Eine Nullnummer, könnte man sagen. Ja, was soll ich euch sagen? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, der Gegner macht noch eine Weile mit. Aber tatsächlich wundert es mich nicht. Der Gegner hat jedoch ziemlich geblutet. Hat, ich würde sagen, locker 2/3 seiner Kampfkraft verloren. Wir sehen, dass er es hat jetzt 166 Mann ausgefallen. 51 sind noch in Ordnung. Also mehr als ein Drittel, 2/3 mehr, 3/4 Ausfall, gerade wenn man dann noch die Fahrzeuge mit reinnimmt. Er hat 10 Panzer verloren, 11 gepanzerte Fahrzeuge, 7 andere Fahrzeuge und ein Aircraft. Vermutlich eine Drohne, nehme ich beinahe an, weiß ich jetzt aber nicht. Weil wir haben ja nichts, was in der Luft agieren könnte. Sprich, der Gegner ist hier einfach auch nicht mehr kampffähig. Man könnte schon sagen, er ist vernichtet. Bei uns überhaupt gar keine Ausfälle. Wir haben ein Fahrzeug, das immobilized ist, ohne Feindeinwirkung. Wir haben 2 beschädigte Fahrzeuge aufgrund von Feindeinwirkung. Einmal sind die Ketten beschädigt bei einem Abrams und bei einem anderen Abrams. Der hat einen Frontaltreffer überstanden. Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Map und sehen uns mal so ein bisschen an. Okay, hier wäre er noch gewesen. Er ist broken. Ist irgendwas kaputt? Okay, sein MG hat es erwischt, aber ansonsten haben wir hier tatsächlich Pech gehabt. Keinen großen Schaden verursacht, obwohl er doch einige kleine Piekserchen abbekommen hat. Wir sehen das hier oben. Na, also die Optik wäre schlechter gewesen, aber im Nahkampf ist das natürlich nicht so wild. Ansonsten hätten wir hier noch einen RPO-Trupp gehabt. Die können sehr, sehr gefährlich werden. Hier das Headquarter, das wussten wir, dass die hier sitzen. Und das ist tatsächlich den ihr Commander hat bis zum Ende überlebt. Das ist nicht schlecht. Ja. Ansonsten, wir sehen das hier, ist gesamte Gruppe vernichtet. Hier drüben haben wir eine Gruppe vernichtet. Und dann hier natürlich durch Beschuss. Er versorgt. Also hier ist ein Gebäude zusammengebrochen und er versorgt noch sein restliches Squad. Die sind aber ausgefallen. Hier drüben sieht es tatsächlich gut aus. Die haben nicht viele Federn gelassen, obwohl wir hier gut in das Gebäude gehämmert haben. Gut, das MG semi-deployed. Das heißt, da ist noch ein Schütze. Und dann tatsächlich ein Driver. Ansonsten hätten wir hier drüben. Also hier wäre es nochmal spannend geworden, weil der Gegner hier doch noch über Kampfkraft verfügt. Aber natürlich begrenzt und gerade wenn man überlegt, dass wir hier mit unseren Fahrzeugen supporten können. Ja, hier drüben, Fahrzeugcrew ist ausgebotet, das Fahrzeug hat einen Treffer kassiert, hier schön vorne, na, durchgeschlagen. Und ansonsten sehen wir hier T-72B3 allerhand. Die sind überall im Eimer. Na, ein paar Besatzungen, alles nicht mehr so wild für uns. Und hier drüben halt, hier hätten wir noch ein Sniper-Team gehabt. Das hat den LKW übernommen, weil der Fahrer getötet worden ist. Wir haben Forward-Observer-Team. Wir haben hier tatsächlich ein Immobilized BMP. Pech für ihn, Glück für uns. Und ansonsten war es das tatsächlich schon. Also hier tatsächlich
Ich nehme mal an, dass dieses eins der Fahrzeuge, die wir hier gesehen haben, die hier lang gefahren sind, von denen ich gedacht habe, dass die ins Zentrum gehen. Tatsächlich sieht man, es ist gar nicht mehr so viel von Rot auf der Karte. Ja, wir stehen den 51 Mann mit 153 Mann gegenüber. Das Fahrzeug wäre vermutlich, muss man mal sagen, vermutlich dem Heli noch zum Opfer gefallen. Und gut, unsere Artillerie wäre hier quasi fast ins Nichts gegangen. Ja, die drückt hier so ein bisschen, weil auch hier Einschläge kommen. Aber die ist tatsächlich Munitionsverschwendung. Ansonsten sind die alle breit. Mich würden mal so ein paar Fahrzeuge interessieren, was sie an Kills gemacht haben. Hier haben wir 46 Feindkills. Klar, er hat einen BMP. Ne, er hat vier BMPs und ein T-72 vernichtet. Also holla die Waldfee. Fünf und ein Kampffahrzeug, also ein Kampfpanzer. Zwei Tigre. Also insgesamt nicht schlecht, Herr Specht. Hier zwei T-72 B3. Das ist also für einen Bradley sehr, sehr gut. Hier sehen wir das Fire Support Team. Durch ihren Heli haben die zwei BMP-2 und ein T-72 vernichtet. Also auch da immer wieder muss man sagen, er ist jetzt reinrufen, er gibt einfach Sinn. Und hier, also, das ist schon nicht schlecht, was hier am Ende noch so an Feindkräften dann vernichtet wurde. Ja, Mission. Ich habe am Anfang ja schon ein wenig Kritik zu der Mission geäußert und leider muss ich an dieser Kritik weiter anknüpfen. Es gibt einige Dinge, die ich unschön finde. Ich hatte das ja schon erwähnt. Gerne die Map lieber zum Beispiel schmaler und dafür länger machen und dann wirklich, dass Aufklärung auch einen essentiellen Zweck hat. Ja, sie war hier gut. Wir können ja auch mal. So, dann geht es von Süd nach Nord. Also die Aufklärung war hier, hat hier ihren Zweck für uns getan. Aber es war jetzt wieder so, wir haben uns nicht wirklich aneinander angenähert, sondern der Gegner war in Position. Wir haben den Gegner in seiner Position aufgeklärt, angegriffen. Dementsprechend war hier leider so dieses, wir scouten vorweg, wir bauen überhaupt erstmal Fühlung auf und dann überlegen wir uns, das war hier halt gar nicht so stark der Fall. Am Ende des Tages ist es jetzt auch wieder so, ich blende mal die Checkpoints ein. Also der Gegner ist ja selber im Angriff und da kommt jetzt wieder so dasselbe, was ich auch bei Everyone Get Out of Dodge hatte, das Problem. Es ist schön, dass die Missionsbauer sich solche Ziele wie hier hinten überlegen. Man erreicht sie aber eigentlich im Regelfall nicht, weil der Gegner im Normalfall vorher kapituliert. Also diese drei Missionsziele habe ich von Anfang an so ein bisschen als kritisch gesehen und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Ja, also das hier war einfach, ja, die können einen so einen Anreiz geben, aber das sind keine Ziele, die man reell erreicht. Weil wenn ihr die erreichen würdet, ist der Gegner so platt, dass der sowieso aufgibt. Also wir sehen, er hat ja sogar noch Infanterie, aber durch seinen sehr schlechten Angriff, zum Beispiel hier über die Hügelkante. Das hier war ein bisschen besser. Ja. Hier mit einem vollen Zug angreifen, Halbzug hier runter, Halbzug hier hoch. Hätte mich tatsächlich so ein bisschen in die Bredouille bringen können, wenn ich diesen Hügel ignoriert hätte. Und auch so natürlich hat es mich in die Bredouille gebracht, ihr habt das gemerkt. Aber eine wirkliche Gefahr ging halt hier nur begrenzt von aus. Erstmal, weil wir ihn früh genug aufgeklärt haben, das war gut. Aber halt auch, weil wir ja diesen Hügel von hier drüben auch im Einblick haben und hier natürlich auch Kräfte hatten. Sonst hätten wir das hier mit den Helis weitermachen müssen, hätte eventuell auch geklappt, hätte uns hier aber deutlich stärker beeinträchtigt. Aber ich denke, hier wäre jeder mehr oder weniger auf so eine Art Zangenbewegung angegangen. Das war ja jetzt auch der Plan, dann hier mit dem Halbzug Abrams Sicht aufs Zentrum aufbauen, hier Sicherung durch Infanterie und Sniper und Bradley, sodass nichts in die Flanke der Abrams schlagen kann und dann Vorschuss aufs Zentrum supporten,
von Nord- und Zentrum. Gleichzeitig hier den dominierenden Hügel weiter mit MBT und IFV überwachen. Hat insgesamt halt auch gut funktioniert, aber der Gegner ist halt auch an manchen Stellen doof gewesen. Also hier drüber preschen, das hätte kein menschlicher Spieler gemacht. Ja, hier über die Hügelkante hinabzugehen. Und gerade wenn man weiß, dieser Hügel ist schon besetzt, dann wäre man hier nicht drüber weggegangen. Ja, weil einfach klar war, in dem Moment, wo man hier drüber geht, das ist Tontaubenschießen. Genauso hier, warum gehen die nicht durch die Senke? Ja, das ist ja, der Gegner hat hier theoretisch die Möglichkeit gehabt, durch die Senke auf den Government-Komplex vorzugehen. Dauert ein klein bisschen länger, keine Frage. Genauso die LKWs, die hätten viel früher vorne sein sollen. Hätte hier ja auch, ich sag jetzt mal, Sinn ergeben am Anfang von der Mission, dass man gesagt hat, okay, Vorab-Elemente, man hat die Speer, die sind vorgestoßen, Speer am Government-Komplex, Zentrum und Süd gegebenenfalls genommen, geben Kontakt nach hinten durch, Komplex ist genommen, LKWs preschen vor, um motorisiert die Infanterie vorzugehen, preschen in die Senke, aber dann halt schnell. Ja, dann kann man das nicht machen, wenn quasi hier die Spielelemente schon mit, ja, hier doofe MBTs im Norden von uns haben, Hügelkante im Blick. Ja, also das war klar, das hätte kein Spieler der Welt so gemacht. Spätestens als er gemerkt hat, okay, hier sitzt was auf dem Hügel, hätte er gesagt, ja, entweder Infanterie absetzen und versuchen durch oder die Geschwindigkeit der LKWs nutzen in die Senke. Von hier aus durchzugehen. Denn mit dem Verlust der BMPs und der LKWs war die feindliche Infanteriekraft hier schon so weit reduziert, dass der Government-Komplex eigentlich nicht mehr bedroht war in dem Moment, obwohl wir in Anführungsstrichen so niedrige Kräfte haben. Und das ist halt auch der Punkt, warum in CM Kampagnen und auch Singleplayer-Szenario meistens so weit auseinander gehen, was die Fairness angeht, ja, und warum sie häufig dann nicht Age-to-Age kompatibel sind, weil einfach der Missionsbauer so ein Stück weit die nicht vorhandene KI, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ja, sie gibt so ein bisschen, gerade die taktische KI macht schon nicht alles ganz schlecht, aber weil er das so ein bisschen kompensieren muss und deswegen wurden wir ja hier einmal aufgrund von Technologie unterschieden und einfach davon, dass die KI hier einen brachialen Angriff führen sollte. Ja, so, ich sag jetzt mal fast Vega 2 Hurra-Style, ab nach vorne und auf den Gegner drauf und wir quasi auffangen, vernichten und gegenstoßen. Aber tatsächlich bedingt zeitgemäß. Da ist auch einfach die Letalität der Waffen zu hoch. Klar, der Gegner kann versuchen, dann einfach zu drücken, keine Frage, und kann damit auch Glück haben. Aber hier war es am Ende des Tages einfach eine Nullnummer. Gut, wir haben keine Verluste eingefahren. Das war allerdings wirklich eher Glück. Wir haben ein paar leicht Verletzte. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieses mit voller Mannschaft rauskommen Skill war es nicht. Es gab einige Situationen, wo es definitiv hätte schief gehen können und müssen. Ja, nichtsdestotrotz, das war's. Wir sehen hier übrigens auch schön, der Gegner hat theoretisch noch Punkte bekommen für zwei seiner Missionsziele. Nee, ich wäre es aber darauf hinausgelaufen, dass wir ihn hier völlig vernichtet hätten. Das war es mit der ersten Mission dieser Kampagne. Sie hat insgesamt schon auch noch Spaß gemacht, hat mich vor einige Herausforderungen gestellt. Trotzdem hoffe ich, dass die restliche Kampagne spannender wird. Und immer wieder, wenn ihr Missionsbauer seid, tut euch selbst einen Gefallen. Wenn ihr sowas habt, hier Missionsziele am Kartenrand, macht irgendwas, dass der Gegner dann nicht automatisch surrendert. Ja, es ist gut, wenn der Gegner quasi zu weit vermindert wurde, dass er dann aufgibt. Das ist dann auch irgendwo richtig. Aber wenn ihr sagt, hey, ich möchte eigentlich, dass die hier auch noch wirklich durchstoßen, also den Gegenangriff führen, dann macht die Karte länger, ja, und setzt hier irgendwo hinten auch noch Gegner, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt. Oder sagt von Anfang an, okay,
Ja, setzt die Ziele weiter vorne, dass es einfach irgendwo authentisch bleibt, dass man die auch erreicht. Weil so, es sind so typische Missionsziele wie das Evakuieren in Everyone Get Out of Dodge, die erreicht ihr nie. Die werden einfach nicht realistisch angefahren, weil man nicht drankommt. Gut, damit möchte ich mich für heute aber auch bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Gerne auch euer Feedback zur Mission. Ich bin da immer sehr gespannt drauf. Und dann wünsche ich euch noch gute und tiefe Durchbrüche und sichere Rückräume. Sagt wie immer bis denn dann und wünsche euch was. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.